Ich wünsche allen ein schönes neues Jahr 2021, einen guten Start. Wir fangen gleich an mit süßen Babyschüchchen. Die Anleitung ist von Do It Yourself mit Manu und das Muster könnt ihr frei wählen. Ich habe hier zwei Varianten und ich zeige euch alles, auf was ihr achten müsst, damit ihr so schöne Rundungen bekommt. Und es ist ganz einfach erklärt. Wir brauchen 12 cm. Hier habe ich eine Vorgabe hier vom Hersteller und der sagt 22 Maschen entsprechen 10. Hier teilt ihr das genauso wie es drauf steht, 22 durch 10 cm und wir wollen 12 cm haben, also nehmen wir mal 12 cm. Also die Maschen durch 10, was drauf steht, mal 12. Aufgerundet sind das 27 Maschen, das heißt, ich werde jetzt 27 Maschen anschlagen. Da wir ein bisschen was noch zum Vernähen brauchen, nehmt ihr bitte 40 cm und jetzt werden die Maschen angeschlagen. Falls jemand das schon kann, dann spult ihr bitte vor. Ich entschuldige mich auch für meine Hand. Ich habe mich leicht verbrannt um die Weihnachtszeit. Ich habe Karamelleis gemacht und nicht aufgepasst. Ja, kann passieren, ist aber schon gut wieder verheilt. Falls ihr euch wundert, was ich da Daumen und am Zeigefinger habe. So, jetzt haben wir 27 Maschen, das entspricht 12 cm hier jetzt mal erfasst. Dann kommt eine raus. Man strickt immer mit zwei, damit es leichter geht und die Randmaschen nicht vorne, sondern hinten einstechen, holen und runternehmen. Und jetzt stricken wir alles rechts. Die erste Reihe ist immer ein bisschen schwieriger zum Stricken, die nächsten gehen dann ganz leicht. Bei der letzten Faden vorlegen, hinten einstechen und abheben. Ich mache gerne so die Randmaschen. Ich finde, es gibt ein ganz, ganz schönes Muster. Das seht ihr auch hier links und rechts. Ich zeige es dann auch nochmal zur Wiederholung. Die Randmaschen 12 cm haben wir hier in der Breite und das brauchen wir auch nach oben. Also wenn man nochmal die Randmaschen sieht, also ich steche hinten ein, hole mir den Faden und hebe diese Masche ab. Und dann streiche ich ganz normal wieder ein, vorne. Hol mir den Faden und heb die ab. Das sind die rechten Maschen. Das ist Krause rechts. Das schaut vorne sowie auch hinten gleich aus und es dehnt sich gut und ich finde, das ist super geeignet für diese Schüchchen. Die letzte Randmasche Faden vorlegen, hinten einstechen, nicht stricken, sondern einfach abheben. Ihr könnt einmal ein Dreieck machen zur Kontrolle, weil wir brauchen es nämlich 12 cm auch hoch. Auch eine sehr schöne Farbe mit diesem Mintgrün, auch für Mädchen und Jungs. Ich variiere immer mit dem Bändchen oben, je nachdem grau für Jungs und rosa für Mädchen oder weiß. Jetzt nehmen wir 7 Maschen und diese werden dann abgestrickt. Also es bleiben euch noch 20 übrig. Das entspricht ungefähr 3 cm. Dazu 2 Maschen nehmen und diese einfach rechts stricken. Also keine Außenmasche machen, sondern die wieder dann drauf und einmal wieder den Faden holen, rechts abstricken und also immer ein bisschen ziehen, dass das sich nicht zusammenwuselt und wieder drauf. 20 Stück zählt ihr ab, also die müssen drauf bleiben und den Rest, den stricken wir ab. Es bildet sich auch hier oben hier ein schönes Geflecht von diesen rechten Maschen. Das ist eigentlich eine schöne Form, dies abzustricken. Ihr könnt aber auch natürlich den zweiten über den ersten, so wie man es auch kennt, machen. Das ist eigentlich eine schöne Variante, das abzustricken. Zeige ich aber am Schluss auch nochmal. Anfangen tun wir jetzt wieder mit rechten Maschen. Am Anfang habe ich eine Außenmasche gemacht, eine Randmasche. Und dann stricke ich einfach alles wieder rechts ab. Und das strickt ihr dann 10 cm nach oben. Ab hier ändert sich dann auch das Muster, falls ihr was anders haben möchtet. Zeige ich aber auch noch im nächsten Video. Da machen wir dann auch nochmal ein Perlenmuster. Das ist nochmal eine zweite Variante, falls euch das interessiert. So hat es auch meine Mutter früher auch gestrickt und mir gezeigt und ich mache das eben gern, dass ich die Randmaschen eben so nehme. Hinten einstechen, dann auch hochholen und dann wieder ganz normal rechts. Jetzt dürft ihr 10 cm nach oben stricken. Ich habe jetzt die Krause rechts wieder genommen, alles rechts, aber da könnten wir noch Variationen haben und ich mache mir jetzt eine schöne Tasse Tee. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht zu den guten Vorsätzen von mir. Naja, natürlich Zeit finden für die Kreativität. Ich will aber einfach auch bewusster leben. Das heißt, bewusster einkaufen, bewusster für mich Dinge auswählen. Das ist so mein guter Vorsatz. Würde mich auch freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ihr für guten Vorsätzen habt. Und wir verlosen auch einen schönen Jersey-Stoff Western Art. Einfach unter die Kommentare dürft ihr dann teilnehmen. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Da wird es nämlich schon bekannt gegeben, wer da gewonnen hat von den Abonnenten.
Jetzt geht es ums Abstricken, dann seid ihr nämlich schon fertig, wenn ihr diese 10 cm nach oben gestrickt habt. Ich messe eigentlich nur diese 12 cm einmal. Hier nochmal 12 cm, dann mache ich dieses Dreieck, dann haben wir 3 cm und nochmal 10 cm nach oben. Das könnt ihr einfach so runterklappen und dann müssen unten noch 2 cm übrig bleiben. Also eigentlich braucht ihr da gar kein Maßband mehr, sondern das ist eigentlich immer ganz gute, ja, so Richtlinie, nach was man sich richten muss. Ganz wichtig, wenn ihr das abstrickt, unten links ist hier der Faden und hier oben ist er rechts. Also wenn wir dann das abketten, sind die Fäden beide links. Das ist ganz, ganz wichtig. Das zeige ich euch hier mal. Legen wir mal drauf, sind die gleichen Größen. Da ist links ein Bändchen und oben ist auch das Bändchen links. Es wäre nicht so schlimm, wenn ihr das falsch macht, dann müssen wir es halt nochmal nach oben ziehen, den Faden. Aber so ist es einfacher. Jetzt stricke ich die wieder ab. Ich nehme dazu 2 Maschen, steche da ein und hole mir den Faden und stricke diese rechts ab. Das heben wir wieder ab. Dann kommt diese Masche wieder drauf auf die linke Nadel und so stricken wir dann wieder ab. Das heißt, ihr nehmt euch dann die nächsten 2. Ihr strickt somit alle Maschen ab. Das macht ihr so lange, bis ihr nur noch 2 Maschen übrig habt. Die letzten 2 werden genauso rechts abgestrickt, nur dass ihr hier jetzt natürlich nur eine habt, dann schneidet ihr das ab, zieht das durch und dann bildet sich ein Knoten. Also einmal Schnips, dann einfach einmal durchziehen, also die Nadel nach oben einfach, schupp, und dann habt ihr ein kleines Knötchen, dann ist das fertig. Das Perlmuster, das werde ich im nächsten Video zeigen. Das war ein bisschen aufwendiger, aber vielleicht hat jemand Lust, da noch eine Ergänzung machen. Ist auch ein sehr schöner Schuh. Und ich zeige euch nochmal das einheitliche Zusammennähen. Ich benutze da die Prim und ich habe immer gerne die Spitzen. Die könnt ihr auch mal für andere Arten von Filz oder etc. benutzen. Es gibt ja keine rechte oder linke Seite, deswegen einfach mal die lange Seite zusammenstecken und einfach mal pro forma jetzt schon mal umklappen. So schaut nämlich dann das Schüchchen aus, dass ihr sehen könnt, wie sich das faltet. Hier ist ein bisschen Unterschied vom Anfang, den möchte ich hier verstecken. Deswegen passt es ganz gut, so wie ich das jetzt hier auch ausgewählt habe. Ich merke mir einfach hier oben, aha, die Außenmaschen, die liegen hier innen und da kann ich es mir ganz gut merken. Wie ihr vernäht, ist eigentlich egal. Ich nähe jetzt von oben nach unten und von unten nach oben wieder. Also abwechselnd wie so ein Achter, wie so eine Schlange. Und ihr solltet halt einfach schauen, dass er eigentlich immer in diese Außenmasche reinkommt, dass jetzt da nicht so viel ist. Diese Babyschüchchen, die Babys laufen auch nicht damit, deswegen keine Angst irgendwie, dass sich da irgendwas bildet oder was. Das drückt überhaupt nicht, das ist so eine gute Wolle und auch eine weiche Wolle. Die ist gut ausgewählt. Oben angefangen, nochmal vernähen, dass sich da auch nichts zusammenzieht, weil wir oben nämlich auch jetzt nochmal nähen. Und zwar werden wir hier jetzt halt immer abwechselnd nach links und rechts einstechen und dann zusammenziehen, dass wir das festziehen und dass wir hier einen Kreis, so eine Wölbung halt auch generieren. Alles auf eine Nadel zu bringen ist ein bisschen schwierig, deswegen könnt ihr bei der Hälfte auch das durchziehen. Am Ende angelangt, das sieht man hier jetzt eigentlich ganz gut, weil hier es jetzt nach oben geht. Da ziehen wir jetzt fest an, also wir sind jetzt auf der linken Seite, also wo wir jetzt zusammennäht, ihr habt nicht den Schuh gewendet. Und das fixiert ihr einfach mit ein paar Stichen hier. Der Schuh ist eigentlich so weit nach oben auch, dass, wie gesagt, da auch nichts drückt. Und das sieht dann ganz schön aus, das wird dann nach oben so gedrückt und dann verschwindet es auch, was wir genäht haben. Wir sind jetzt immer noch auf der linken Seite, also das, wo wir jetzt hier zusammen genäht haben. Dann wird es einmal zusammen gefaltet. Diese Naht, die liegt dann nicht ganz in der Mitte, sondern ungefähr so ein Drittel. Dann nehmen wir uns den zweiten Faden. Wir liegen jetzt ungefähr in der Mitte. Und da werden wir jetzt halt entweder nach links oder rechts, das ist eigentlich egal. Da könnt ihr auch euch Markierungen setzen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr aber natürlich auch nicht. Ich zeige es euch auch nochmal an diesem Objekt hier. Wenn ihr das größer machen wollt, würde ich einfach 1 cm hier nochmal mehr nähen. Also bis quasi diese Abkettung kommt mit 3 cm und auch oben nochmal, weil das ist immer die Länge vom Fuß. Ja, wenn ihr das zusammenfaltet, das dehnt sich auch ein bisschen, da könnt ihr mal messen beim Kind, wie viel Zentimeter der Fuß eigentlich dann lang ist. Dann je nachdem, so hoch strickt ihr das. Ich würde die 12 cm lassen, weil es ein sehr schöner, hoher Schuh ist. Außer ihr möchtet vielleicht Boots machen oder das ein bisschen anpassen, das nochmal zur Größe. Ich steche jetzt in der Mitte ein, dazu benutze ich jetzt auch wieder auch die
Randmaschen, die wir hier jetzt auch so schön genäht haben, die sind dann nicht recht schön, dass man hier schön reinkommt. Entweder macht ihr das mit einem Achter oder ihr macht es halt von unten nach oben und wieder von unten nach oben. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, das ist eigentlich schön fest. Hier oben sind ungefähr so 4 cm. Und dann werden wir hier das jetzt zusammenziehen. Das heißt, ich werde mir das jetzt wieder links, rechts einstechen. Links, rechts. Wenn die Nadel zu kurz ist, einfach einmal durchziehen und dann wieder anfangen. Vorne, hinten, vorne, hinten. Das muss auch nicht jedes sein. Und wenn ihr dann angelangt seid, dann einmal festziehen, richtig festziehen, bis es nicht mehr geht. Und dann nochmal hier einmal vernähen. Langt auch so 2-3 Mal und dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen ja die Ferse ja auch noch rund kriegen. Da würde ich jetzt auf jeden Fall abzählen. Das sind ungefähr dann so 3 cm. Also das ist so gut. Also mein Finger ist ein bisschen dick, aber ich merke mir das immer mit dem Finger. Ich stecke dann immer einen Finger rein oder zähle dann auch ab, so in etwa. Dadurch, dass wir das ja so schön genäht haben, dass sich das so schön dehnt, ist es eh so, dass das ein bisschen dehnbar ist. Also ich habe es bei meinen Kindern immer so gemacht, dass ich immer einen Body angezogen habe, dann ein Strampler drüber und dann dieses Söckchen. Und die normalen Socken, die sind halt doch so, dass die runtergestrampelt werden und die kannst du halt zubinden und dann bleibt alles an Ort und Stelle oder auch im Kinderwagen drin. Also meine Kinder haben immer warme Füßchen gehabt und die waren so schön. Also ich habe nicht die Art Socken gehabt, ich habe mir damals auch welche gekauft, aber hätte ich damals schon gewusst, wie einfach das ist, mit dieser schönen Rundung am Schluss, hätte ich da, glaube ich, auch das Stricken angefangen. Aber das könnt ihr jetzt auch machen. Ich bereite jetzt da auch ein paar Stück vor zum Verschenken. Wir brauchen jetzt nicht mehr den unteren Faden, den könnt ihr jetzt einmal durchziehen, den schneide ich jetzt hier auch ab und dann ist der vernäht, also 2-3 Mal. Dann noch ab. Jetzt könnt ihr den mal umdrehen, dass es euch mal anschaut, eben wie diese Rundung ausschaut. Also hinten die Ferse ein bisschen schmaler, vorne natürlich der Ballen ist ein bisschen größer. Das formt sich dann noch aus und das sieht richtig schön aus. Richtig süße kleine Füßchen passen da rein. Wie gesagt, ich finde es besser wie Strümpfe, weil man es eben zubinden kann und weil sich die Kinder die nicht abstrampeln. Wenn ihr dann unten fertig seid, einfach wieder auf rechts drehen. Das heißt, die schöne Seite liegt außen. Und jetzt machen wir uns noch einen kleinen Tunnelzug, dass man eben diese schönen Schüchchen auch noch zubinden kann. Das ist eben ganz gut für die Babys, dass die an Ort und Stelle halten. Jetzt werden wir das noch machen mit dem Tunnelzug. Dazu einfach den Faden, den wir oben gelassen haben, von der Raffung her nach oben ziehen, dass wir ganz oben rauskommen. Das sind ungefähr 3 cm, was wir dann umklappen werden. Da würde ich euch auch empfehlen, dass ihr nochmal den zweiten Schuh nehmt. Und das ist jetzt auch der erste Schuh. Beim zweiten Schuh dann schauen, dass es dann auf jeden Fall gleich ist. Und das verschwindet quasi unten. Also ihr näht das fest. Da geht es dann einmal drumherum. Diese 40 cm am Anfang sind ganz gut. Und seht ihr, so schaut es unten aus, aber von vorne sieht man nichts. Am Schluss nochmal vernähen, eben doppelt durch die Schlaufe, dann bildet sich ein kleiner Knoten, festziehen und abschneiden. Fertig, fertig. Die graue Kombination finde ich total klasse, eben auch mit bunten Schnürsenkeln dann auch. Da könnt ihr auch verschiedene Schnürsenkel machen. Ihr stopft es dann aus mit Watte oder ihr nehmt einfach 2 Kosmetiktücher oder 3 Kosmetiktücher und schenkt es dann so wie ich das hier gemacht habe. Die sind total schön, die dehnen sich auch gut, das heißt, die werden auch länger halten, also von 0 bis, ja, das sind so jetzt 10 cm, ich würde sagen von 0 bis 5 Monate, ja, 4-5 Monate, so einfach 1 cm oder 2 cm höher stricken, wie ich das euch vorhin gezeigt habe. Und jetzt geht es noch um die Verzierungen, weil letztes Mal habe ich euch ja die schönen Knöpfe vorgestellt und gesagt, für irgendwas brauche ich die mal. Und schaut mal, wie niedlich das ist. Da kaufe ich mir noch eine zweite Packung. Ich verlinke es euch gerne auch nochmal unten. Eins schöner wie das andere. Ich habe jetzt hier noch eine Raute, da lege ich auch noch was beim Verlosungspaket dazu. Da kriegt ihr noch 20 solche Blumen und die sticke ich auch noch mit einem leichten Faden. Dann nehme ich mir einen grauen Faden von der Nähmaschine und sticke das nochmal dran. Man wäscht die eh mit der Hand und es sieht echt niedlich aus. Ich werde jetzt noch mir einen Schnürsenkel machen, dazu einfach Häkelnadel zur Hand und die erste ziehen, da braucht ihr auch nicht viel, also einfach zum Festhalten unten und dann machen wir Schlaufen. Falls ihr das ein bisschen dicker haben möchtet, könntet ihr auch mit 2 Fäden machen, also einfach doppelt, aber ich finde hier ist auch 1 ausreichend. Am Anfang bildet sich ja bereits ein Knoten, wenn ihr fertig seid, einfach abschneiden und durchziehen, festziehen und dann kommt der zweite Knoten gleich am Ende. Das sollte 40 cm von dem geflochteten zum geflochteten
glatt sein, am Schluss einfach abschneiden, dann eine Sicherheitsnadel rein und einmal drum rum. Ihr müsst es nicht machen, das ist nur optional. Ich würde auch mehrere Farben machen und einfach, dass die Mamis ein bisschen variieren können. Und dann habt ihr euer schönes Schüchchen fertig. Die Variation mit dem Perlenmuster würde ich euch auch gerne noch zeigen. Das kommt dann in den nächsten Tagen. Das ist noch ein Strickvideo. Nein, es kommen nicht nur Strickvideos, sondern auch wieder Nähvideos und Bastelvideos. Ihr seid bei mir richtig, wenn ihr Kreativität liebt. Ich freue mich auf dieses Jahr und wünsche euch was. Tschüss und bis zum nächsten Mal.